Hey, schau mal, was ich heute gesehen habe. Unsere Kinder im Kinderdienst haben den Unterricht und Informationen bekommen über Vietnam und wie sie sich ausstrecken in der Mission, auch mit Gebetspunkten, dass sie beten, dass alle Jesus hören können, für die Regierung, für das Ausbildungsprogramm, für die Missionare, die ausgeschickt werden und all diese Sachen. Hey, ich bin dermaßen begeistert, dass unsere Kids im Kinderdienst, dass die wirklich auch eine Botschaft bekommen, dass wir in die Welt raus müssen gehen und das Evangelium aller Welt können verkündigen. Und zwar ist das so, dass wir entweder können wir selber gehen, wenn wir eine Möglichkeit haben, oder wir können jemanden schicken. Und jemand, den wir schicken und den wir schon ein paar Mal geschickt haben, ist der Sonntag bei uns, nämlich der Pastor Oleg Röttgen aus Moldawien. Er wird kommen, er wird uns erzählen aus seiner Arbeit, die er macht in der Türkei, in Moldawien, in der Ukraine, in Rumänien, in der Walachei und über die ganze Geschichte, wo wir auch immer wieder Teil davon sind, weil wir mithelfen an Weihnachtspäckchen machen, weil wir mithelfen an den Transport, wo wir Sachen sammeln, wie Kleider, wie Hygienematerial, Lebensmittel und so weiter. Hey, für mich ist es ein enormes Anliegen, dass du den Sonntag da bist. Es ist Pfingstsonntag. An der Pfingsten geht es nicht nur am Ringsten, sondern an der Pfingsten, da ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Und das Feuer für Evangelisation, das Feuer für Mission, das wenn wir dir wirklich einfach mitgeben können. Und wie es auch Jesus selber gesagt hat, dass wir die Kraft brauchen und vom Heiligen Geist und dass wir mit dieser Kraft werden Zeugen sein in den kleineren Bereichen, in unserer Stadt, in unserem Jerusalem, in unserem Judäa, in unserem Samaria, aber auch bis ans Ende der Welt. Hey, ich freue mich, dich zu sehen am Sonntag. Bis bald.